Kinder geweidet. Und haben das jetzt auch mit dem Roboter eigentlich probieren beizuhalten, möglichst einfach, mit der Kurzrasenweide, die nur eine Parzelle ist. Genau. Jetzt momentan ist es gut ein Drittel, was ich auf der Weide hole. Sobald es etwas Schönwetter ist und etwas wüchsiger ist, geht es sicher sofort auf die Hälfte, bis eben zwei Drittel, wenn das Spitzenwachstum ist. Wir tun eigentlich nicht gegen zum gleichen Zeitpunkt futtern. Das heisst, wenn es mal halt etwas wüst ist, mache ich vielleicht eine grössere Mischung, haben sie etwas länger. Sobald es richtig wüchsig und schön ist, probiere ich möglichst kleine Mischungen zu machen, dass es nicht für viel länger als einen Tag eineinhalb längt. Und so kann ich eigentlich relativ schnell Anpassungen machen von der Futtermenge. Wir haben keine Weidetüre, wir haben im Prinzip tun wir die Weide eigentlich möglichst nie zu. Weil sobald man die Weide etwas zu hat und sie dann wieder auf die Weide können, dann, ist natürlich die Gefahr, dass sie sofort für 2-3 Stunden fort sind. Und dann geht auch keiner melken. Und wenn sie ihrem Rhythmus sind, dann können sie wieder heim. Und wir haben jetzt gemerkt, dass das eigentlich gut geht. Dass das wirklich funktioniert, dass die Kühe selber wieder heimkommen. Und tue jetzt noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Eben, es ist erst 2 Jahre, wo wir das machen mit dem Roboter. Und probiere jedes Mal, wenn wir merken, warum sie draußen bleiben oder zu lange drinnen bleiben, dass wir das probieren zu lernen. Ja. Wichtig ist, einen Roboter mit dem Weidegang sich am Anfang mal überlegen, was das Ziel ist, wie viel Weideanteil soll in die Rationen. Und dann helfen wir auch den Kunden, dann entsprechend zu schauen, ja, was müssen wir für ein Weidesystem wählen. Können wir ein Weidesystem wählen, wie hier? Kurzrasen Türen auf, ohne irgendwelche Hilfsmittel, oder braucht es vielleicht ein Weidetor, um den Weideanteil neu zu erhöhen. Aber so bis 50% Weideanteil geht es auch sehr gut, einfach mit einer Top-Kurzrasenweide draussen, die kriechend laufen. Mit einer gut geführten Weide bringen wir mit Abstand am meisten Milch aus dem Gras raus, weil wir keine Konservierungsverluste haben. Und dort kommt halt das Vorteil für die Kurzrasenweide wieder. Da haben wir sehr wenig gewachsene Grasmasse, die wieder abstirbt. Und entsprechend haben wir alles, was wächst, fressen Kühe und gibt schlussendlich Milch und geht schlussendlich in den Milchtank. Hier, wo wir einen Teil reinfuttern, dann haben wir immer hier einen Anreiz. Also muss eigentlich die Weide noch besser sein, dass sie rausgeht. Und mit der Kurzrasenweide kombiniert es sich extrem gut mit reinfuttern, weil die Weide immer top ist. Wir haben immer Spitzen, die Kühe fressen können. Und entsprechend gehen sie auch gerne raus. Und gleich haben wir einen Anreiz, um wieder mal reinzukommen, Schnabel voll, ein bisschen Struktur holen. Und so funktioniert das sehr gut. Ja, und wenn wir 6 Hektare nichts mehr machen, wenn die Kühe das selber machen, dann sind das schnell ein paar Rappen pro Kilo Milch, die wir sparen. Einerseits, weil wir nicht Konservierungskosten haben, aber auf der anderen Seite sparen wir uns auch etwas, weil wir eigentlich pro Kilo Milch setzen wir mit dem höheren Grünanteil, müssen wir weniger Kraftfutter einsetzen, um ein Kilo Milch zu produzieren. Und das ist je nach Betrieb zwischen 2 bis 3 Kilo. Kraftfutter, das wir pro 100 kg Milch reduzieren mit einer Top-Weideführung. Eigentlich ist so ein das Geheimnis drin, beim guten Gras haben, ist immer, wenn die Kühe bei tiefem Gras reingehen, dann haben sie schmackhaftes Futter bis runter. Und so kann ich wieder herstellen, dass der nächste Folgeaufwuchs, dass der wieder gute Qualität hat, dass die wieder nur Blätter sind. Wenn ich viel zu spät reingehe, dann bleibe ich die Stängel für uns und dann ist der Folgeaufwuchs auch wieder schlecht. Oder? Das heisst immer, ich muss immer Gras können anbieten in den Kühen, dass sie so weit runterfressen, dass der nächste Aufwuchs auch wieder gut ist. Das ist das Zentrum des Weiden. Und natürlich hier bei der Kurzrasenweide, wo die Kühe immer drin sind, passiert das automatisch, wenn ich die Höhe richtig verwünsche. Da tut man alles steuern über Grashöhe. Oder? Je tiefer sich die Kühe runterfressen, wie höher ist die Produktivität pro Hektar. Und man sieht das auch hier, wenn man rundherum schaut, dass eigentlich hier sehr dichter Rasen ist. Und man auch wenn es nass ist, kann man hier Kühe auslassen. Und sieht man jetzt nicht wahnsinnige Schäden, wenn ich das Gleiche würde in einer Fläche machen würde, in einer italienischen Reingraswiese, wo sonst nur Schnitt genutzt wird, dann ist natürlich sofort alles braun. Oder? Das ist ganz etwas anderes. Und wenn es so hoch zugänglich ist wie hier, ist ja auch nicht die Forderung, dass ich irgendwo noch Wasser herführen muss oder weiss nicht was. Da kann man eigentlich relativ mit einfachen Mitteln viel Milch aus einer gewissen Fläche holen. Ja, was wir jetzt gemerkt haben in diesen 2 Jahren, ist das im Prinzip, dass man im Geschichtsstein einfach nicht zu viel macht. Möglichst wenig
muss mähen, möglichst wenig irgendwie abzunimmt oder Flächen dazu fortnimmt. Möglichst wenig Veränderungen, dass im Prinzip die ganze Weide 24 Stunden zugänglich ist. Und dann kommt es eigentlich am wenigsten zu Situationen, wo die Kühe nicht heimkommen, kommen auch. Also man merkt es eigentlich im Frühling, wenn die Kühe zuerst mal rauskommen, die haben Freude. Ich habe das Gefühl, die mehr dort schon ein bisschen Milch, schon nur vor Lebensfreude, auch wenn sie eigentlich noch gar nicht viel Gras fressen können. Sie sind gerne draussen, sie sind wohl, klauen Gesundheit. Ich habe das Gefühl, für die Kuh ist gerne draussen, ja, das ist so.